Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. An sich ist es traurig, dass ein hervorragend geführtes Unternehmen wie die B-Gas durch die Absicht des Landes hier eine Fusion herbeizuführen in die Schlagzeilen gerät. Wir haben ja ständig betont, dass die B-Gas in den letzten 10 Jahren eine fantastische Arbeit geleistet hat, dadurch der Wert der Anteile an der B-Gas unglaublich gestiegen sind, natürlich auch der Wert der Anteile der Gemeinden an der B-Gas gestiegen ist, und offensichtlich versucht jetzt das Land, die etwas brustschwache B-Wag mit den B-Gas-Geldern zu sanieren. Das wäre eine Unternehmensfrage, darüber haben letztendlich die beiden Unternehmungen zu entscheiden. Wenn aber die Gemeinden diejenigen sind, die auf der Strecke bleiben, dann fehlt mir hier das Verständnis. Daher haben wir von Anfang an gesagt, es muss, wenn es überhaupt zu einer Fusion kommt, so sein, dass das transparent gemacht wird, dass nachvollziehbar ist, welchen Wert die B-Gas tatsächlich darstellt. Und daher haben wir auch gesagt, man hätte die Gemeinden viel stärker einbinden müssen bei der Erstellung der Bewertungsgutachten. Wir sind der Meinung, dass diese Bewertungsgutachten teilweise Auftragsgutachten sind. Und dieser Verdacht wird auch dadurch gestärkt, dass man eben private Bieter gar nicht zugelassen hat, dass man auch nicht zugelassen hat, dass ein weiterer Gutachter im Auftrag jetzt von Gemeinden, die jetzt nicht unter SPÖ und ÖVP-Kuratel stehen, hier eine Bewertung vornehmen. Seltsam ist, mir ist zur Kenntnis gebracht worden, dass ein Interessent sich gewandt hat an die BAV und gesagt hat, es besteht Interesse. Man könnte sich vorstellen, dass man bis zu 30% mehr bezahlt. Und dem ist zwar zurückgeschrieben worden, ja, wir haben ihr Schreiben bekommen, aber in weiterer Folge ist dann überhaupt nichts geschehen. Das heißt, man hat offensichtlich gar nicht den Wunsch seitens des Landes Thüringen, hier mehr Geld in die Hand zu nehmen. Manfred Kölli hat zu Recht auch darauf hingewiesen, dass die Frage der Dividende für die Gemeinden nicht zufriedenstellend gelöst ist. Er wird wahrscheinlich dazu dann ein bisschen mehr sagen. Zur Situation in Großhöflein. Wir werden heute einen Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung einbringen mit 450 Unterschriften. Ich muss mich herzlich bedanken bei meinen Mitstreitern. Das ist nicht ohne. In einer Gemeinde, in der man nicht den Bürgermeister stellt, in einer Frage, die politisch umstritten ist, wenngleich eine Wirtschaftsfrage ist, diese Unterschriften zu sammeln. Was mich gefreut hat, es haben viele Rote und Schwarze unterschrieben, die gesagt haben, wir sehen das nicht als Politikum, sondern wir sind dagegen, dass es in Zeiten wie diesen zu einem Ausverkauf kommt, zu einem Ausverkauf von Werten kommt, und deswegen unterschreiben wir dieses Volksbegehren. Ich bedanke mich bei sämtlichen Unterzeichnern, und man hat ja alles versucht, um uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Man hat die Leute bedroht, man hat gesagt, ihr werdet Schwierigkeiten bekommen, man ist zu den Leuten hingefahren, hat ihnen erzählt, euer Verein wird keine Förderungen mehr bekommen, wenn ihr und eure Vereinsmitglieder diese Volksabstimmung unterschreiben. Man hat, der Bürgermeister ist in den letzten Wochen unterwegs gewesen, permanent im Kreis gefahren und geschaut, wo Leute von uns Unterschriften sammeln sind. Die Gemeinderätin Silvia Unger ist einmal erschrocken, weil sie am Abend, wo sie gerade bei Bekannten auf einmal der Bürgermeister hinter ihr gestanden ist. Also man hat schon fast einen Verfolgungswahn bekommen. Und man hat auch nicht davor zurückgeschreckt, hier ein Auftragsgutachten des Verfassungsrechtlers Meyer zu besorgen, wo ich mich langsam frage, ob dieser Mann Geldnot hat, dass er derartige Gutachten erstellt. Weil zu sagen, dass diese wie von uns vorgenommene Auflistung, wenn ich Ihnen das hier zeige,
dann sind hier die Unterzeichner fortlaufend nummeriert. Ja, 1, 2, 3, 4 bis 10 auf dieser Liste, 11, 12 auf der nächsten Liste. So ist das durchgehend der Fall gewesen. Dass man sagt, das ist keine fortlaufende Nummerierung nach im Sinne des Gesetzes, da kann ich nur lachen. Und ich habe etliche Verfassungsjuristen befasst und die sagen durch die Bank, dass damit ist dem Gesetzestext mehr als entsprochen, nämlich dem Wunsch des Gesetzgebers, dass hier nicht manipuliert werden kann. Das heißt, wir haben selbstverständlich durch unsere Art und Weise, wie wir hier vorgegangen sind, dem Gesetzestext entsprochen. Und ich kann dieses Gutachten eben nur als Auftragsgutachten betrachten, wo hier, ich nehme an, seitens des Landes Geld in die Hand genommen wurde, um unter allen Umständen diese Volksabstimmung zu verhindern. Diesen Kasszettel, muss ich sagen, der Gemeinde, wo man sagt, die beabsichtigte Einbringung eines Antrages auf Volksabstimmung gilt als nicht eingebracht, ohne dass irgendeine Begründung dabei steht. Das, glaube ich, gibt es nur mehr irgendwo in Uganda oder in Usbekistan, ohne dass ich diese Staaten beleidigen will, weil von einem rechtlichen Gehör, wo man hineinschreibt, was denn nicht passt, ist in dem Schreiben überhaupt nichts die Rede, sondern es steht einfach drinnen, nach Prüfung sowie Einholung eines Gutachtens haben wir festgestellt, dass die Voraussetzungen nicht vorliegen. Schmecks. So kann es ja nicht sein. Daher werden wir, wie gesagt, heute die Unterschriften einbringen und verlangen, dass der Gemeinderat einen Bescheid erlässt, entweder dass die Volksabstimmung durchgeführt wird oder dass der Gemeinderat einen Bescheid erlässt, wie das in einem Rechtsstaat zu sein hat, dass man nämlich über derartige Anträge bescheidmäßig erkennt. Und wenn ein ablehnender Bescheid erlassen werden sollte, dann werden wir selbstverständlich die Höchstgerichte anrufen und wir haben auch schon einen Rechtsanwalt beauftragt, der uns dann in dieser Sache unterstützen wird. Ein letztes Wort noch zu der Position oder zu der Stellung, die da das Land einnimmt. Es ist wohl lachhaft, wenn der Herr Landesrat Bieler ständig gebetsmühlenartig betont, dass wenn wir jetzt nicht zustimmen, 25% Steuer anfallen. Das ist schlicht und einfach Unsinn. Dass der Landesrat Bieler nicht besonders versiert ist in Gesetzen, insbesondere in Finanzgesetzen, ist ja nichts Neues. Es hat keine Gesetzesänderung gegeben. Es wird auch diesbezüglich keine Gesetzesänderung geben. Was der Herr Landesrat Bieler möglicherweise meint, wenn die GAV verkauft, dann fällt Steuer an. Das wäre vor 2 Monaten der Fall gewesen, das wäre jetzt der Fall, das ist in 2 Monaten der Fall. Wenn die Gemeinden für sich alleine verkaufen, ist auch in 2 Monaten keine Steuerpflicht gegeben. Ja, so ähnlich aufhören, die Bevölkerung zu belügen, sondern so ist so die Wahrheit sagen. Das heißt, wenn es jetzt nicht zum Verkaufsprozess kommt, dann werden halt die einzelnen Gemeinden ihre Anteile im Vertragsweg zu verkaufen haben. Natürlich, da haben sie Angst, dass dann höhere Preise für die Gemeinden erzielt werden, aber ich bin ja nicht dafür da, um für das Land Burgenland und für den Herrn Bieler einen günstigen Preis herauszuschinden, sondern ich bin dafür da, um zu schauen, dass die Gemeinden, insbesondere unsere Gemeinde, das gleiche gilt natürlich für den Manfred Schöll, auch für seine Gemeinde und für unsere Gemeinden möglichst viel Geld zu lukrieren, wenn man überhaupt verkauft. Persönlich bin ich der Meinung, jemand, der jetzt verkauft, in dieser Situation, wo man mit einer Inflation rechnen muss, wo das Geld nichts mehr wert ist, wer jetzt Ausverkauf betreibt, der handelt nicht im Interesse der Gemeinden. Und natürlich sind viele Gemeinden hergegangen und gesagt, okay, wir wollen das und das Projekt verwirklichen, daher stimmen wir auch zu, dass wir verkaufen. Aber vernünftig ist diese Vorgangsweise aus unserer Sicht nicht. Ich bin schon gespannt, was in der Sache rauskommt. Auf jeden Fall für Großhöfen kann ich nur sagen, schaut die Geschichte hervorragend aus, wie immer das letztendlich ausgeht. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir im November den Herrn Kucher nicht mehr als Bürgermeister haben werden.